Danke. Für die Fraktionslosen, Herr Stadler, 1,5 Minuten. Frau Präsidentin, ich möchte zunächst den portugiesischen Präsidenten Jorge Sampaio zitieren, der in einem Brief an den griechischen Botschafter gesagt hat, dass die Schließung dieses einzigen öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Griechenland ein Akt des Totalitarismus ist. Und das ist es auch. Einen Sender zu reformieren, heißt ihn nicht vom Netz zu nehmen. Das hat bisher noch niemand erklären können. Und da kommt der Ratsvorsitz hierher, der Herr Vizeminister, und sagt, es ist eine interne Angelegenheit Griechenlands. Wir haben jetzt tagelang, wochenlang interne Angelegenheiten Ungarns diskutiert. Da geht man über Ungarn, gegen Ungarn los, gegen Viktor Orban. Bei Griechenland macht man das nicht. Ratsvorsitz hat weiter, er hat keine Position dazu, man hat sich damit noch nicht befasst. Ja, ist ja auch schon erst mehr, einen Monat her, dass der griechische Rundfunk vom Netz genommen wurde. Nicht reformiert, es geht nicht um Reformierung, sondern vom Netz nehmen, und das ist ein riesiger Unterschied. Dann sagt der Kommissar, eine interne Entscheidung der griechischen Behörden. Was wäre das gewesen, wenn das Orban gemacht hätte, in Budapest einfach einen Sender vom Netz genommen hätte, weil ihm die dortige Belegschaft nicht passt? Wir wären alle über ihn drüber gefahren in diesem Haus. Bei Griechenland ist es eine interne Angelegenheit. Warum? Weil selbstverständlich die Politik der Troika dahinter steckt. Das ist der Unterschied. Während Ungarn souverän vernünftige Entscheidungen macht, die nicht auf der Basis von Troika-Entscheidungen beruhen, wird Ungarn an den Pranger gestellt. Bei Griechenland fußen die Entscheidungen der Regierung auf der Politik der Troika, und da ist auf einmal selbst das Schließen eines öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders nur mehr eine interne Angelegenheit. Das ist Heuchelei. Mr. Stadler, a blue card for you. Es gibt eine Blue Card für Sie, Herr Stadler. Thank you very much. I wonder whether. Vielen Dank. Wäre es vielleicht ein guter Gedanke, den Ungarn-Bericht zu nehmen und zu sehen, was die Europäische Union da gegenüber Ungarn vornimmt und das dann vergleicht mit der Situation. Und wenn es da eine einheitliche Rechtsstaatlichkeit gibt, dann müssen wir auch die gleichen Standards für alle nehmen. Denn das war eine gute Anregung, was Sie gesagt haben, Herr Stadler. Vielen Dank dafür. Meinen Sie, dass das nicht ein guter Gedanke wäre, das so anzusehen? Denn in Ungarn ist hat kein öffentliches Fernsehen geschlossen und trotzdem werden wir sehr stark dauernd kritisiert. Da wäre es vielleicht gut, die gleichen Normen und Standards anzuwenden. Dankeschön. Ich danke der Kollegin Morvay für diese Anregung. Ich möchte sie gleich an die Kommission weitergeben. Die Kommission würde dann, wenn sie den Ungarn-Bericht einmal kritisch und im Lichte des Vorgehens der griechischen Regierung untersucht und immer statt ungarische Regierung griechische Regierung einsetzt, dann würde sie nämlich erkennen, wie ungerecht sie gegen Ungarn vorgegangen ist. Und da würde sie erkennen, mit welchen unterschiedlichen Maßstäben sie Mitgliedstaaten dieser Union behandelt. Und dann würde sie erkennen, dass sie versucht, aus Ungarn eine Kolonie dieser Union zu machen. Grazie, onorevole Crazza.